Hallo Leute, weiter geht's bei Shanti. Wir haben in der Tat die drei Babys von dem hier gefunden und das werden wir ihm jetzt sagen. Du hast es geschafft. Du hast alle meine Babys gefunden und ich bin so froh. Okay, Genie-Mädchen, ein Deal ist ein Deal. Los, Kinder, wer auch immer das Artefakt hat, soll es der netten Lady geben. Tatsache! Mermaid Bubble, damit kann ich angreifen. Oh, fantastisch. Mit diesem Ding kannst du Bubble schießen als Mediumfrau. Zusätzlich zum Feinde in die Luft jagen, kannst du auch zerstören die Unterwasserbarrikaden. Riskys Versteck befindet sich östlich von hier, außerhalb der Stadt, im tiefsten Bereich des Meeres. Schön, worauf wartest du noch? Tritt ihr in den Hintern. Nimm sie hart ran. Und wenn du das tust, knipst ein paar Nahaufnahmen für mich, ja? Es ist Zeit für einen Showdown. Halte durch, Onkel. Ich bin unterwegs. Ja, ja, ist doch gut. Jetzt muss ich nur mal noch kurz überlegen, wo war jetzt diese Blockade? Hier unten. Moment mal. So. Ich glaube, ich habe jetzt drei von diesen Statuen im Kopf, die ich jetzt theoretisch kaputt machen könnte. Die eine müsste sich irgendwo... Ah, ich kann jetzt... Wow, tatsächlich. Die eine müsste... Wow, das Zeug explodiert sogar. Moment. Wie geil. Die eine müsste sich hier unten befinden, oder? Ja. So, perfekt. Die haben hier wieder jede Menge Gedöns. Ja, aber irgendwie... Wobei, was... Ja gut, ich brauche vielleicht noch Herzteile. Hier ist nur jede Menge Geld. Hm, toll. Wobei, ja, ist in Ordnung. Ich hatte nicht mehr so viel. Auf jeden Fall hier. Ja, ganz viel Geld. Mehr aber auch nicht. Und dann war, wie gesagt, noch diese eine Blockade. Im letzten Dungeon. Aha. Die ich da nicht weggebracht habe. Muss ich die halt auch wieder suchen, aber... Ich denke, das wird schon irgendwie gehen. Der Fisch wieder brutal stirbt einfach nur. So, lass mich mal raus hier. Und, ja, natürlich auch noch... da, wo wir Risky vermuten. Natürlich. Und zuerst, wie gesagt, möglichst alles mitnehmen. Mir fehlt noch ein Item quasi. Ja, eigentlich sogar zwei. Okay, ja, ich komme schon am besten zu Fuß dahin. Ja, schon am besten zu Fuß. Muss den Raum dann bloß noch finden. Oh, komm schon. So kann ich höher springen. Das ist einfacher. Ja, aber die Hitbox von diesen Mediumfrauen, die ist irgendwie scheiße. Es war knapp. Nee, ich wurde getroffen. Autsch. Affe, bist du... Kannst du nicht schneller unterwegs sein? Ich glaube, in Shantae 1 war der Affe schneller unterwegs. So, und ja, da sind wir. Ja, unser Onkel muss halt noch ein bisschen warten. Das muss leider sein. Oh, wie finde ich jetzt diesen richtigen Raum? Wie? Ernsthaft? Das ist jetzt echt ein Problem. War das richtig? Ja, auf jeden Fall kann ich hier oder muss ich hier schwimmen. Ich glaube, das war's nicht. Nee, das war's nicht. Shit. Das war's halt echt nicht. Ja, gib mir mal kurz einen Moment. Es hat auch einige Zeit gedauert, bis ich diesen Dungeon wirklich begriffen habe, ja. So. War hier der ne, ihr wisst schon. Die Tür, die einen Schlüssel benötigt hat, ich glaube, ja. Musste ich nicht sogar durch die Totenkopftür gehen? Ja, ich glaube auch. Autsch. Ich glaube, ich musste durch die Totenkopftür gehen, oder nicht? Ich will euch jetzt nicht speichern, wozu auch. Bevor ich dann auch wirklich zu Risky gehe, muss ich mich... Oh, das war knapp. Muss ich mich natürlich noch mit Items eindecken. Nee, okay. Hier ist nichts mehr.
Dann war es halt irgendwo oben. Es muss irgendwo hier oben gewesen sein. Leck mich, du Viech. Leck mich, du Viech. Und hoch da. Ich gehe einfach an dem vorbei. Was soll denn der Müll? Und wieder so knapp. Ja, ja, ja. Aber warum gibt es hier nur drei Verwandlungen? Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Vielleicht erinnert ihr euch, im ersten Teil hatten wir vier. Okay, wo finde ich das jetzt? War es hier? Autsch. Im ersten Teil hatten wir vier Verwandlungen, jetzt hier scheinbar nur drei. Nicht so viel. Ja, nervt mich hier. Nee, hier ist nichts. Okay, dann verschwinden wir. Dann verschwinden wir halt. Dann war es auf der linken Seite. Ansonsten muss ich dann halt, wie gesagt, auch hier mein Part nochmal ansehen. Ich war euch zwar ein bisschen nervig, wenn ich da ständig nachschauen muss, aber hey. Es kommt euch quasi auch zugute, nicht wahr? Dann müsst ihr meine ganzen Laufwege nicht unbedingt ertragen. Fucking. Was? Gehen wir einfach mal hier entlang. Vielleicht kann ich die Wege, die sinnlos sind, gar nicht mehr gehen. Versteht ihr? Das ist gerade so meine Hoffnung, die ich habe. Na, wir werden sehen. Dann hat mich bisher auch nicht wirklich im Stich gelassen. Hab mich immer dahin geführt, wo ich hingehen soll. Auch wenn es mich ein bisschen verwehrt hat. Nee, hier ist es doch. Danke, lieber Dungeon. Ich glaube echt, er führt einen genau dahin, wo man hingehen soll, oder nicht? Ne, oder auch nicht. Nehme natürlich noch das hier mit, wenn es so herumliegt. Was hier? Bitte lass es hier sein. Ich glaube, es war hier. Nein, war es nicht. Scheiße. Scheiße, es war nicht hier. Das finde ich gerade ein bisschen belastend für mich. Muss ich mir das jetzt echt nochmal antun, das ganze Video? Ja, der Dungeon ist kompliziert. Aber... Ah, komm schon raus da. So viele Möglichkeiten gibt es doch gar nicht, wo das hätte sein können. Und hier warten wir auf die Plattform. Hat geklappt. Immerhin komme ich hier gut durch. Ja, ihr könntet mir mal helfen und sagen, hey, es war übrigens da und da. Aber nee, einfach immer nur mi, finde ich nicht gut, was du machst. Du bist dumm, du bist scheiße. Ja, das war ja sowas von kompliziert hier. Wenn ich jetzt das hier zumache, wisst ihr, was ich jetzt mittlerweile glaube? Ich glaube, das rechte Auge verändert den Raum links und das linke Auge verändert den Raum rechts. Bestimmt habt ihr das alle schon mitgekriegt, aber ich bin zu dumm dafür, um das zu verstehen. War das richtig? Oh, ich glaube, das war richtig, oder? War das richtig? Ja, ich... Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Oh, fuck! Was mache ich denn da? Ah, wenn ich zur Seite blicke, dann rutsche ich überhaupt nicht. Ist eigentlich gut. Doch, das muss richtig sein. Es muss richtig sein. Ansonsten drehe ich durch. Muss ich nur wieder den richtigen Weg finden. Außer es wurde nichts mehr verändert, seit ich hier war. Da müsste ich einfach nur nach links gehen können. Nee, das war es auf jeden Fall nicht. Rechts. Nee, das war es auf jeden Fall nicht. Es war entweder das. Ja, es war das. Alles klar. Ich sollte gleich da sein, Leute. Es tut mir leid. Ja, hier war richtig. Ganz sicher. Diese Truhe da lasse ich mir nicht entgehen.
Und wehe, wenn jetzt da nur Geld drin ist, ja. Dann kotze ich kurz. So, hier runter und... Wo ist diese scheiß Statue hier? Na, hier, Bums. So, wehe, das lohnt sich nicht. Ja, doch, hat sich gelohnt. Jetzt habe ich wieder einen davon. Okay. In Anführungszeichen nur dafür sind wir jetzt den ganzen Weg hier wieder zurückgekommen, ja. Ich habe 8-mal Heilung. Das sollte eigentlich reichen, oder? Mit anderen Worten, wir wollen direkt zu Risky gehen. Wir können jetzt hier irgendwie rauskommen. Rauskommen sollte aber nicht das Problem sein. Ne, sollte nicht. Risky. Wir kommen dich holen. Mhm. Aber wenn es dir vielleicht nicht gefällt. Oh Gott, das war knapp. Wir werden ein wenig nervös. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu Ende, wenn wir Risky gekillt haben. Ich möchte natürlich möglichst alles mitnehmen, was es hier gibt. Moment, etwas möchte ich gleich mal noch testen. Ich kann tanzen. Ja, ja, und? Es sollte eigentlich keine Verwandlung mehr geben. Das finde ich gerade ein bisschen schade, aber... Ja. Kann man nichts machen. Dass das Spiel nicht allzu lang sein soll, das habe ich mal gelesen. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Nee, im Gegenteil. In diesem Spiel wurde so viel übernommen, das genial war im ersten Teil. Und es wurde auch so ein paar Dinge verändert, die... im ersten Teil, ich sage mal, gut waren, aber jetzt fantastisch waren. Ich habe schon ein paar Dinge angesprochen und am Ende des Spiels werde ich bestimmt nochmal ein Resümee abgeben. Aber ich bin echt begeistert von diesem Spiel. Echt begeistert. So, raus hier. Wir haben hier nichts mehr verloren. Wir sind sogar schon auf dem richtigen Weg. Jetzt müsst ihr einfach nur noch ganz nach rechts gelangen. Irgendwie. Dann können wir entweder hier... Ah, lass mich doch vorbei. Irgendwo hier müssen wir doch... Verdammt, muss ich jetzt das machen? Okay, hat gepasst. Ja, lieber nicht riskieren und besser getroffen werden. Du Scheißviech. Okay, hier kommt das Wasser und hier würde ich dann gerne tauchen. Nee, noch nicht hier. Da sind Totenköpfe zu sehen. Das war ein Triple Hit. Wie ich das Vieh getroffen habe, weiß ich jetzt zwar nicht, aber ist egal. Auch hier nicht, hä? Nee, hier ist überall tödlich. Wo kann ich denn bitte ins Wasser springen, ohne zu sterben? Ja, geht doch alle weg. Hier? Nee, das ist auch Totenkopf. Auch das mag ich, dass mir das so angezeigt wird. Wo hätte ich denn hier bitte... Oder wo bin ich schon mal schwimmen gegangen hier? Ich hasse euch. Okay, bestimmt gleich hier drüben. Ja. Hier kann ich schwimmen gehen und... Wir werden Riskys Versteck jetzt besuchen gehen. Fisch, geh weg! Und das mit den Babytintenfischen, das war super. Ich finde einfach irgendwas, mit dem ich nicht mal weiß, dass ich es finden muss. Wo komme ich hier rein? Gar nicht hier. Was? Wo? Hm. War doch vor nicht allzu langer Zeit bereits hier. Und dann habe ich es ziemlich schnell gefunden. Hier zurück. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Hm, wo war's denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Es war doch irgendwo rechts. Nee, war's nicht. Es war ganz bestimmt da drüben. Och, komm schon. Ich
bin schon irgendwie ein bisschen dumm. Man sieht ja sogar auf der Karte, dass da irgendwas ist. Du, dann werden wir uns halt nochmal irgendwo hin teleportieren. Wo es bestimmt auch wieder nicht korrekt ist, aber... ja. Lassen wir das. Ja. Nur weil Sky, glaube ich, was vom Bootshaus erzählt hat. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, aber... die Unterwasserhöhle haben wir ja woanders gefunden. Falls das wieder falsch sein soll, dann haben wir immerhin noch ein weiteres Geheimnis gelüftet. Ach komm, ich kann nicht mal an dir vorbeilaufen. Dämliches Kackvieh. Stirb. So, und Scuttletown. Das ist echt ein bisschen eine Menge Lauferei hier. Aber das liegt an mir, einfach nur weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Ja. Das ist mein Fauxpas, ja. So, hier irgendwo. Ja, hier will ich runter. Und abtauchen. Ah, ich kann an Land keine Blasen abschießen, aber die schon. Ja, nee, ist klar. Hier durch? Nee, nicht hier. Hier irgendwo muss es einen Weg geben, nach rechts, glaube ich. Nein? Ah, weiter runter vielleicht. Dann halt hier. Auch nicht. Autsch. Ich finde das schon noch. Ich finde das schon noch. Du Kackfisch. Was hier? Hier muss es sein. Ja, hier ist es. Okay, Risky. Da bin ich. Hier noch was versteckt? Nö. Oh mein Gott, eine Menge Geld. So, und ich denke mal, das müsste stimmen. Uns fehlt noch ein Diamant. Ja. Oh. Kann mich sogar hier hin warten. Habe ich das jetzt auf der Karte? Naja, irgendwie wird mir das nicht angezeigt. Aber mir fehlt auch noch was. Moment, ich will mal sehen, wo ich überall hin könnte. Hier, St. Cavern. Mir wird das versunkene Zeugs nicht angezeigt. Ich kann mich auch vermutlich nicht... doch, vielleicht kann ich. Auf jeden Fall fehlt mir noch ein Warpunkt. Ein einziger. Nein, nicht dahin gehen. Noch ein einziger. Hier speichern wir... oh, sowas von perfekt, Leute. Ich würde sagen, wir speichern hier. Und dann war's das für heute mit Shanti. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!